Es gibt einen Bauern, welcher ein prächtiges Kürbisfeld hat. Auf diesem Feld wachsen prächtige Kürbisse und die Jahreszeit ist so, dass die Kürbisse kurz vor der Ernte sind. Er blickt sich um und streicht über das Feld und kommt gar nicht mehr heraus zu erkennen und zu sehen, wie groß die Kürbisse in diesem Jahr gewachsen sind. Er vermutet, dass ein Kürbis in Blickweite bestimmt um die 50 Kilo haben wird. Er geht weiter über das Feld und stolpert etwas. Er blickt hinunter und erkennt, dass er über eine Glasflasche stolperte. Er nimmt mit der Hand die Blätter, welche die Glasflasche verdecken, beiseite und schaut sich die Glasflasche genauer an. Er staunt nicht schlecht, als er sieht, dass in der Glasflasche ein Kürbis hineingewachsen ist und die Glasflasche restlos ausgefüllt ist von diesem Kürbis. Der Kürbis hatte genau die Form angenommen dieser Glasflasche. Die Glasflasche hat eine sehr eindrückliche Form. Es handelt sich um eine Flasche eines amerikanischen Erfrischungsgetränks. Sie wissen schon, die Flasche mit diesen Linien. Und auch diese Linien, diese Eindellungen in der Flasche hatte der Kürbis genau angenommen und die Flasche war restlos ausgefüllt, jedoch stoppte der Kürbis dann zu wachsen, als eben die Flasche vollkommen ausgefüllt war. Es ist nicht so, dass der Kürbis dann diese Glasflasche sprengte oder irgendwie an der Öffnung vorquoll und dann weiter wuchs. Nein, er stoppte, als die Flasche voll war. Und genauso ist es mit Ihnen und Ihrem Bewusstsein und Ihrem Leben. Die Geschichte, diese Glaubenssätze und die Persönlichkeit, die Sie sich selbst zugestehen, die andere über Sie erzählten, die Sie glaubten, so wie Sie glauben, wie Ihr Leben ist, was Ihnen zusteht, was Sie haben dürfen, was Sie sein dürfen, was Sie sind, das sind Ihre Grenzen. Und Ihr Leben, Ihre Gesundheit und alle Ihre Lebensumstände, Ihre Bekanntschaften, Freundschaften und Lebenspartner entsprechen genau Ihren Ansichten über sich selbst, ihren Grenzen über sich selbst. Die Glasflasche ist wirklich das Gefäß, welches darüber bestimmt, wie groß wir werden können, übertragen gesagt, und wie groß, wie reich sie leben können, wie erfolgreich, welche Bekanntschaften sie haben werden. Und deshalb ist die Persönlichkeitsentwicklung und die Beschäftigung mit unserem Bewusstsein, denn die Bewusstsein ist die Grundlage allen Lebens, auch die Grundlage der Materie. Das ist eine Sache, die schon sehr lange bekannt ist, die doch nahezu nirgends in den Medien irgendwo gesagt wird. In den Schulen lernt man sie auch nicht. Aber auch die Materie ist eigentlich nur ein Informationsfeld und ihr Bewusstsein bestimmt die Materie ihres Körpers und ihres Lebens. Und je mehr sie sich zutrauen, je mehr sie sich zugestehen, je würdiger sie sich erachten für ein gutes und reiches und erfolgreiches Leben, desto größer wird ihre Glasflasche, in welche ihr Bewusstsein und ihr Leben hineinwächst. Sie haben es in der Hand. Sie müssen die Geschichte über sich selbst schreiben und definieren und ihre Begrenzungen somit erweitern. Und dadurch werden sie ganz automatisch Dinge, Kontakte und Informationen in ihr Leben ziehen. Es gibt dort keine Zufälle, die sie immer weiterbringen. Und wenn sie dann noch an ihrer Persönlichkeit arbeiten, das ist auch sehr viel Arbeit erstmal, aber dann werden sie sehr schnell Fortschritte erkennen und automatisch werden sie Dinge in ihrem Leben nach dem Gesetz der Entsprechung sehen und ihr Leben wird reicher, größer, je nachdem, was sie sich zugestehen und was sie glauben, wer sie sind, was sie definieren, wer sie sind. Es ist die wichtigste Aufgabe im Leben, an diesen Dingen zu arbeiten. Und lassen Sie sich nicht von den Medien, von der Gesellschaft einreden, wie Sie zu leben haben, in welchen Begrenzungen, in welchen engen Begrenzungen Sie zu leben haben. Denn die Flasche für Ihren Geist und für Ihr Leben, die normale Schulausbildung, die Medien und die normale Gesellschaft für Sie bereithält, die ist wirklich sehr, sehr klein. Und
Niemand hat nötig, in einem mittelmäßigen oder schäbigen Leben zu leben, ein mittelmäßiges Leben zu leben. Sie könnten genauso gut ein sehr großes, für Sie befriedigendes Leben leben. Sie können Ihre Träume leben, aber das müssen Sie eben selbst für sich tun und Ihre Geschichte über sich selbst bestimmen und nicht andere Ihre Geschichte schreiben lassen. Besuchen Sie gute Seminare und lesen Sie gute Bücher. Arbeiten Sie an Ihrem Bewusstsein, an Ihrer Persönlichkeit und beobachten Sie, was sich tut.